Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und Salam Alaikum zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4, das Nash Jihad Achievement mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und im letzten Part haben wir Kanem Bornu auseinandergepflückt. Also wir haben sie wirklich komplett auseinandergepflückt. Wir haben ganz, ganz viele Provinzen eingenommen. Wir können, wenn wir Schwein haben, auch noch direkt mit der Annexion der Goldenen Horde beginnen. Auch das sicherlich nicht verkehrt. Zuerst wollen wir mal aber gerade schauen, ob wir nicht ein paar Provinzen koren wollen. 2,3 ist eigentlich nicht der Rede wert, da die Kriegsmüdigkeit zu senken. Das lohnt sich eigentlich nicht. Ich würde sagen, wir fangen lieber direkt hier an. Und die zwei, die kommen dann noch danach. Achso, ich wollte gerne noch die Autonomie erhöhen. Aus irgendeinem Grund geht es hier nicht, weil die da schon sau hoch ist. Hä? Okay. So, fein. Alles klar. Revoltenrisiko. Irgendwo noch, wo wir das berücksichtigen müssten. Irgendwo hier oben noch vielleicht. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf die Revolten hier oben. Ich habe da schon Nationalismus-Nachteile bekommen. Das geht mir schon ziemlich auf den Zeiger. Hier oben habe ich halt noch, ne? Ich würde hier oben allerdings nur ungern die Autonomie erhöhen, weil hier gibt es halt schöne Edelmetalle. Und gerade hier zum Beispiel, wenn ich da die Autonomie erhöhe, dann bringt mir die Provinz nichts mehr. Das ist was, was ich gern vermeiden möchte. Russland hat die nächste Provinz kolonisiert. Das ist doch gut. Dann können wir darauf irgendwann noch einen Anspruch fingieren. So kann es doch weitergehen. Sehr schön. Ja, ein sehr, sehr langes Land vor allen Dingen. Unser Nascht. Die Dinger werden wir auch jetzt bei Zeiten noch kolonisieren. Das wird 100.000 Jahre dauern. Aber so ist das dann. Nimm mal gerade eine Kanone hier raus. So, wir haben 19 Regimenter. Ja, Itesan ist okay. 20. Und 24. Der Rest trifft sich mal gerade hier unten. Die eine Kanone dann übrigens auch. So, und dann gucken wir mal, wie das da gleich weiterläuft. Die Goldene Horde möchte eine Staatsehe, was wir machen. Wie JJ auch aus irgendeinem Grund von mir aus. Ist okay, ich kann mit dem mit dem Legitimitätsabzug leben. Ich werde auch jetzt mit der Annexion der Krim beginnen. Bis zum Jahr 1714 wird das dauern. Okay. Wir sollten uns überlegen, noch einen Modifikator zu nehmen, der uns erhöhtes diplomatisches Geschick kriegt. Ja klar, natürlich kann der Bono kriegt Durchmarsch von mir. Hier bitte. Oh, wir haben wieder was konvertiert. Und wir machen gerade weiter bei den sunnitischen Provinzen. So. Wir brauchen ein bisschen was in Infanterie, habe ich den Eindruck. Und zwar 5 Regimenter. Das ist jetzt nur die Frage, behalte ich noch eine Armee hier unten? Ich glaube, ich brauche eigentlich nicht. Ich schmeiß mir mal da noch einen Burschen rein. Ich glaube, ich brauche sie nicht da unten zu behalten.
Ich bereite mich lieber auf den Krieg hier oben vor. Das ist zielführender. Wir machen es dann, glaube ich, auch wieder nach dem altbewährten Rezept, dass wir uns erst um die Krim kümmern, danach um Kasan und dann um Jakant, um da auch möglichst gut abstauben zu können. Und dann schickst du mir den mal dahin mit den zwei Handtüchern. Und du wirst ja gerade hier drüben mal fünf Infanterieregimente abholen. So. Ach, mir fehlt da ein bisschen was. So, jetzt kommen die Perser und dann die Euraten. Und die Euraten kommen wo? Ägin. Das sollten wir uns mal gerade anschauen. Ägin. Ach, das ist. Hä? Okay. Ägin ist nicht so schlimm, da haben wir eine Festung neben dran. Aber ich muss mir noch ein bisschen Zeit lassen. Schweden hat Perm den Krieg erklärt. Conquest Casus Belli. Ich weiß nicht, ob sie uns in den Krieg rufen werden. Wir warten es ab. Ich glaube nicht, dass sie es machen. Okay, es könnte sein, dass der Erbe stirbt. Das finde ich gar nicht so schlecht. Ich mag den nicht. Der ist nicht so gut. Der hat 214. Und er ist auch nur ein Jahr jünger als mein aktueller Throninhaber, deswegen. Ups. Und da sind die neuen Cores am Start. Gut. Wie viel Geld machen wir momentan? Talas? Wo war Talas? Ah, schade. Aber okay. Wir haben mit Vijayanagar eine Staatsehe. Warum geht das eigentlich? Kann man jetzt als Sunni mit jedem eine Staatsehe machen? Ja, außer katholisch, da wird das nicht erlaubt, ne? So. Tja, ich weiß nicht, wie sieht es denn geldmäßig aus? Wir können mal gerade das Geld ein bisschen runterschrauben. 50 Kröten. Ich will irgendwann noch eine weitere Armee aufstellen. Ich habe ja das Wettrennen mit Frankreich momentan. Ich kriege einen Anspruch auf Haleb und Prestige. Das ist natürlich schön. Also Haleb ist doch bestimmt Aleppo, oder? Ja. Okay. Das bringt ja auch Prestige, von daher ist es doch was Gutes. Und ich bin bei 100 Punkten. Und mit wem bist du gerade im Krieg? Mit keinem. Das Commonwealth hat zumindest die gleichen Feinde wie wir. Karl der 9. Tudor. Okay. Gustav Tudor, 566. Ach du meine Fresse. Könnte ich nicht auch so einen kriegen? Ich hatte ja mal so einen guten Erben, der ist dann direkt krepiert. Habe ich direkt wieder gemerkt, wen das Spiel mag und wen nicht. Ja, wir bereiten uns. Ja, die leichte Kavallerie hole ich mir vielleicht noch, bevor ich den nächsten Krieg beginne. Ich den Entdecker habe, ich habe eigentlich keinen Bock darauf. Ich hole mir lieber noch eine Diplotech, weil die momentan günstiger ist, ne?
Also jetzt nicht, dass wir es bräuchten. Läuft eigentlich ganz gut. Ach, pff, du, warum nicht? Von mir aus, ist okay. Ist okay, das da juckt mich eigentlich nicht. Wir sollten noch die Ansprüche auf Oyo fingieren. Das wäre auch eine gute Gelegenheit, um, ich kriege ja auf alles von denen irgendwie einen Anspruch, ne? Und das wäre insofern natürlich cool, weil wir damit unsere Pietät wieder hochprügeln, nachdem wir Kasan den Krieg erklärt haben, ne? Also so ist gerade meine Denke hier. So, also wir brauchen... Machen wir das mal weg. 3, 4 und 15. Wir müssen irgendwann militärisch aufrüsten. Das ist sowieso der Oberwitz, dass wir halt momentan bei 152, wir sind 70 Regimenter unter unserem Truppenlimit, ne? Obwohl das so pervers und lachhaft hoch ist. Okay, krass. Wir haben gerade das Rennen gegen Frankreich gewonnen. Habe ich jetzt Söldner genommen? Nö, ne? Krasser Shit. Hadoti von der Karte entfernen. Mazzolo in eine Stadt umwandeln. Ja, das dauert halt, bis ich das erfüllt habe. Hadoti sind halt die mit der rasputischen Tradition. Pff, vergiss es. Also ich könnte sie halt von der Karte entfernen und dann direkt ausspucken oder Malva schenken oder so. Es gibt keine Fraktion mehr, die Rasputisch als primäre Kultur hat. Insofern. Nehmen wir Mazzolo. Geh da mal auch noch hin. Ich bräuchte noch jemanden, ich habe momentan 35 Armeetraditionen, das ist eigentlich gut. Ah ja, da je. Entschuldigung, ich bräuchte noch irgendwas, was mir einen Bonus gibt auf diplomatisches Geschick, damit die Annexion der Goldenen Horde schneller geht. Nee, bitte so rum. Ist schon bei 5,8%, das ist gut. Okay, unsere nächste Kolonie ist selbsterhaltend. Einmal Kernen, bitte.
Ich hoffe natürlich, dass ich muss mit diesen persischen Nationalisten ein bisschen aufpassen. Oh, nur noch mal 0,48. Das ist überhaupt der Witz, dass da überhaupt was geht bei denen. Schickt die nach Ilam. Und wo ist Ejin? Ejin ist da. Schickt da mal ein paar Truppen hin. Dann halten die zumindest die Füße still. Wir drehen nochmal den Militärhaushalt auf. Und dann sind wir eigentlich gewaschen und gekämmt für den nächsten Eroberungskrieg. Das Einzige, was wir noch machen, ist, wir warten vielleicht gerade noch ein kleines bisschen. Wir warten noch einen klitzekleinen Ticken auf die nächsten Koas. Und wir müssen jetzt bei Oyo hier fingieren wie die Weltmeister. Ach, guck mal da. Okay, weißt du was? Komm du zurück? Wir werden das ein bisschen abändern. Ah ja, schaut mal da, wir kriegen so viele Claims jetzt auf einmal. Also verbündet mit Krim und Jharkhand. Ich kann das Commonwealth mit in den Krieg rufen. Was den Vorteil hätte. Nee, Moment, stopp. Ich habe keine direkte Grenze. Ich krieg nicht den Vorteil westlicher Waffenhandel. Ich könnte Polen, Litauen mit in den Krieg rufen. Ich könnte Polen-Litauen mit in den Krieg rufen. Und dadurch Sekunde, ich hab's gleich. Ich muss nur erstmal sicher gehen, dass die Krim mir hier keine Schiffe wegballert. So, ich könnte sie mit in den Krieg rufen und ihnen Dingens, Dingens, Dingens geben. Also hier die zwei. Oder Jiddisch Kull oder irgendwie sowas. Die würden mich dafür mögen. Und dann hassen, wenn ich die goldene Horde habe. Das ist echt blöd. Das sollte ich machen, kurz bevor ich. Nee, das sollte. Ich sollte sie mit in den Krieg rufen, kurz bevor ich die goldene Horde annektiere. Und dann am besten irgendwie gegen die Osmanen oder so. Also Krieg erklären, ja, kann Krim machen mit. Ach so, oh, was sollte ich nehmen? Toms. Reconquest, take Tambov. Ich kurs vor Tambov wahrscheinlich, ne? So, dann gucken wir mal schnell. Sollte in interessanter Weise, wenn es eine gute Provinz ist, das ist glaube ich egal, ne? Die sind alle relativ egal. Drei. Ja, dann sollten wir den Reconquest von Tambov nehmen. Dann haben wir da die Möglichkeit auch, wir holen das wieder zurück. Dann mag uns die Goldene Horde wieder ein bisschen mehr. So, die Krim macht mit, bekannterweise.
laufen direkt hoch. Wir laufen direkt darüber. Warum bist du gerade auf dem Weg dahin? Ach so, ja, okay, ich verstehe. Ja. Wir haben jetzt die Technologie nicht mehr geforscht, aber trotzdem. Ja, du hältst Ejin, das ist okay. Ja, das ist halt scheiße, weil ich könnte sonst das Ding hier ultra easy nehmen. Wenn ich halt rechtzeitig ankäme, aber die werden das jetzt alles aktivieren und dann ist das auch wieder egal. Es könnte sein, dass ich von Kokand bis nach Yashilkul nicht so lange brauche. Wir probieren es einfach mal mit den Söldnern. Wenn es geht, dann geht's. Und dann können wir die halt super easy nehmen. Wenn es nicht geht, dann klappt es halt nicht. Okay, super. So, wir haben die neuen Cores. Sieht ganz gut aus. Warum wollen die in Ilam eigentlich revoltieren? Intoleranz, okay, gut. Das ist natürlich ein Grund. Gut. So, da geht's gut. Da machst du mir bitte einen General rein. Da sind nämlich noch 0 Leute drin. Wenn ich Schwein habe. Es haut wahrscheinlich nicht hin. Ne, es haut nicht hin, weil ich im Oktober erst da bin. Dann nehmen wir uns einfach so eine Provinz. Irgendeine, die er nicht verteidigen kann. Also nicht Defense blocken oder so halt. Und der Diplomat ist zurück. Ja, du fingierst bei Oyo, das ist gut. Wir werden bei Schweden noch nicht die Beziehungen verbessern, sondern wir werden erst die Osmanen beleidigen. Weil wir dadurch nochmal ein bisschen Machtprojektion bekommen. So. Nehmen wir es noch mit. Ich sag ja. Da gucke mal, wenn man direkt hier oben weiter. Wir holen hier nur die ganzen kleinen. Wenn es in Ejin jetzt kochen sollte. Was es nicht tut. Dann lass uns doch zumindest mal Hami schon mal einnehmen. Können das ja immer noch managen. Oh, 35 Minuten. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, Leute. Macht's gut, bis dahin. Salam alaikum und Allahu Akbar. Tschüss.